Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute gerne ein neues Autoradio vorstellen. Dabei handelt es sich um ein Autoradio von der Marke Pumpkin. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen Was? Die sind spezialisiert auf solche Autoradios, zum Beispiel auch mit Android-Versionen und so weiter. Dieses hier hat jetzt kein Android drauf. Benutzt wird hier WinCE, soweit ich das richtig gesehen habe. Das Tolle ist hier, ihr habt hier auch gleich ein vollständiges Navigationssystem mit drin. Die Karte selber, die befindet sich hier drin, auch bei dem Symbol hier, das kennt ihr bestimmt auch. Die Micro-SD-Karte ist auch hier drin. Hier könnt ihr noch eine einlegen für eure Musik oder Videos, was auch immer. Ja, das ist hier das ganze Autoradio. Wie ihr seht, hier oben haben wir auch einen Schlitz für das CD-Fach oder DVD-Fach, also liest auch DVDs. Das Ganze wird hier gesteuert für die Lautstärke, lauter und leiser. Oder wenn ihr drauf drückt, dann ist Mute, das heißt, dann kommt kein Ton raus. Ja, wir sind jetzt hier gerade im Bluetooth-Menü drin. Von hier aus kann ich zum Beispiel meine Musik starten oder jemanden anrufen und so weiter. Ich kann jetzt hier einfach mal Musik laufen lassen. Hoppala, machen wir leiser. So. Ja, das Ganze läuft halt jetzt über das Handy, über das Smartphone, die Musik hier. Ihr könnt auf euer Adressbuch zugreifen hier bei Phonebook vom Smartphone. Dann könnt ihr direkt anrufen und so weiter. Ne? Wenn jetzt drauf gehen, müsst ihr das Ganze aktualisieren und hin und her. Und dann könnten wir direkt von hier aus einen Anruf starten. Was haben wir noch? Ja. Hier sind die Bedienelemente hier links und auf der rechten Seite. Hier seht ihr auch schon einen Hörer zum Annehmen und zum Auflegen. Hier könnt ihr die Bildschirmhelligkeit einstellen. Unter Bann. Muss mal schauen, was das hier genau heißt. Da gehen wir mal hier raus. Aber geschieht jetzt erst noch mal gar nichts hier. Dann muss ich selber noch mal nachlesen, was das genau heißt. Ich habe jetzt Bann nicht ausprobiert. So, das ist auch hier schon das Hauptmenü. Wie ihr sehen könnt, hier oben habt ihr den Tag und das Datum, darunter die Uhrzeit. Hier habt ihr auch das Symbol für Auto. Wenn ihr das alles richtig angeschlossen habt, dann bekommt ihr hier weitere Informationen über euer Auto. Zum Beispiel, wie viel Sprit ihr hier noch habt, die Außentemperatur und die Batterie. Dann auch zum Beispiel hier Wasserstand wahrscheinlich und ob einer angeschnallt ist oder nicht. Dann kann man wahrscheinlich hier auch Geschwindigkeiten ablesen und so weiter. Viele weitere Informationen. Das könnt ihr hier auch wechseln, zum Beispiel von Kilometer auf Meilen. Wie ihr seht, das Ganze ist auch ein Touchscreen hier. Reagiert auch ganz gut auf die Eingaben, die ich ihm gebe. Ja, dann gehen wir hier nochmal zurück zum Hauptmenü. Dazu drücke ich hier einfach hier auf diesen Home-Button. Das kennt ihr bestimmt vom Tablet oder vom Smartphone her. Hier gibt es auch einen Zurück-Button. Das hier ist, um direkt zur Navigation zu kommen. So, gehen wir hier nochmal zurück. Das Ganze läuft, weil jetzt hier Bluetooth ist. Ich mache jetzt mal das hier so weit aus. Dann habt ihr hier Radio. Hier könnt ihr jetzt eure Frequenz einstellen, die ihr gerne hören möchtet. Damit tut ihr dann hier auf den rechten Rädchen hier drehen, bis ihr eins gefunden habt. Und das Ganze könnt ihr dann natürlich auch abspeichern. Ich habe jetzt hier keine Antenne angeschlossen bei mir, da ich für den Test einfach nur über Bluetooth abspielen wollte. Und deswegen gehe ich auch hier nochmal zurück. So, gehen wir mal zur Navigation. Als Navi habt ihr hier Qdos vorinstalliert, vielleicht kennst du ein oder andere. Dafür kann man auch die Karten updaten, normalerweise sind die auf dem neuesten Stand. Dazu gibt es auch vom Hersteller hier ein kleines Hinweiszettelchen, auch auf Deutsch hier, wo drin steht, wo ihr hin müsst, wenn ihr eine Karte updaten möchtet und dass da auch zusätzliche Kosten auch noch drauf zukommen können. Wie viel genau, das weiß ich nicht, müsst ihr mal schauen.
Ja, wenn wir hier schon dabei sind, kann ich auch kurz zeigen, was wir noch alles dabei haben. Ihr habt hier natürlich eine Bedienungsanleitung, die ist auch auf Deutsch und Englisch. Dann haben wir Werkzeug zum Entfernen des Autoradios. Dann haben wir hier einen USB-Anschluss. Das könnt ihr dann hier unten reinstecken. Und dann könnt ihr einen USB-Stick damit verbinden. Dann haben wir hier auch nochmal sowas. Hier habt ihr ein Mikrofon, falls man euch schlecht beim Telefonieren versteht, könnt ihr das hier anschließen. Das ganz kleine hier, das ist das Mikrofon, das tut ihr halt dann irgendwo befestigen. Dann haben wir noch hier ein Kabel. Dann kommen wir hier zu weiteren Sachen. Hier gibt es wieder ein Kabel zum Anschließen mit verschiedenen Steckern. Reverse zum Beispiel, das ist wahrscheinlich alles für die Kamera gedacht, wenn ihr den Gang einlegt oder auch für die fahrzeugspezifischen Daten, die ihr dann bekommt. Ja, hier für Audio, Subwoofer und so weiter, Video. Das war's. Soweit. Und ja, schauen wir hier nochmal zum Navi. Er hat auch hier gleich gefunden, wo ich bin. Das Ganze könnt ihr auch hier an den Satelliten schauen, wie viele Satelliten er gefunden hat. Insgesamt 6 Stück. Und ja. Kudos, da gibt es bestimmt weitere Videos irgendwo auf YouTube oder so. Und da könnt ihr das euch mal anschauen, wie das Navi funktioniert. So als Zugabe fürs Autoradio, dass ihr kein extra Navi-Gerät braucht, finde ich das Ganze in Ordnung. Gefällt mir auch soweit. Ihr habt hier auch eine Beleuchtung, also die Tasten sind beleuchtet nachts. Und dann könnt ihr besser sehen, wo ihr was drücken müsst. So, dann habt ihr hier natürlich die Möglichkeit, DVDs abzuspielen und so weiter. Und hier noch ein weiteres Menü, wo weitere Sachen drin sind. Spiele, TV und so weiter. So, wie gesagt, habt ihr hier dann weitere Apps, die ihr verwenden könnt. Ihr könnt zum Beispiel einen Fernseher anschließen. Ihr habt den Taschenrechner. Dann habt ihr hier USB 1 und 2. Dann haben wir hier Einstellungen, SD-Karte, Phone-Link, ein Bluetooth natürlich. Jetzt könnt ihr hier weitere Optionen einstellen, zum Beispiel Audio, die Uhrzeit, das Navigationspfad, wo es drin ist. Hier könnt ihr auch weitere Sachen einstellen. Ich zeige euch mal schnell, ich gehe einfach mal hier durch. Sprache konnte man hier einstellen. Ihr habt hier auch einen Equalizer, wo ihr auch alles einstellen könnt. Je nachdem wie ihr wollt. Hier haben wir Cinema, Rock, Classic, Jazz und so weiter. Und das Ganze könnt ihr dann selber natürlich auch noch weiter einstellen, wie es euch am besten passt. Müsst ihr natürlich selber ausprobieren. Das kommt ja auf eure Anlage drauf an. Da könnt ihr das schön abstimmen. Im Großen und Ganzen bin ich auch zufrieden mit dem Autoradio. Ich konnte jetzt hier nichts Negatives finden. Bis auf die Tatsache, dass es hier kein Android hat. Aber dem ist halt so. Wer es nicht unbedingt braucht, Android zum Beispiel mit WLAN-Verbindung, kommt mit dem hier auch ganz zurecht. Der kann auch alles, was das andere fast auch kann. So, das war's von mir für den ersten Eindruck für euch, Leute. Und ich hoffe, den konnte ich euch auch etwas vermitteln hier. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.